Hallöche zurück bei Minecraft, immer noch in den Slytherin-Kellern, immer noch am Morgen oder am Dünn. Vor allem am Dünn, weil Dünn war doch mal gut. Dünn tut auch mal gut, ne wahr? Hoppla. Ich hab zu wenig von die Schedeine mitgenommen, glaube ich. Maybe ich hab mich da ein bisschen verrechnet. Muss schon wieder loslaufen. Das ist das, was momentan die meiste Zeit kostet. Dass wir ständig am Hin- und Herrennen sind. Und das ist übrigens Quatsch. Ich vergesse da immer einen. Was ist denn da los? Lass mich da durch. So. That was all. All I have to give. Because the bed is all I have to give. Zack. 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 So, wunderschön. Und damit war es auch schon wieder. Immer noch zu wenig Stein, immer noch zu wenig Wool. Machen wir schon mal die Türen rein, dann ist das schon mal erledigt. Zack, zack. Eine hier, eine da, eine hier, eine da und eine da. Gut. Also nochmal einen Satz Steine und nochmal sehr, sehr viel mehr grüne Wolle. Aber wenn wir die Betten gebaut haben, gut, ich würde doch gerne ein paar Banner aufhängen. Aber dann wäre es erledigt. Bim, 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 lässt du wohl meinen Boden ruh, du Futzi? Haus ab hier! Das parkte da mit Absicht! Hui! Fahr doch gegen die Wand, du Depp, du Bläder. Weil du nix drauf hast, weil du nix im Ei hast, weil du blöd bist, weil du einfach keine Ahnung hast. Ja! Weil du eben dumm bist, machst du nur noch Scheiße. Weil du eben dumm bist, und das sag ich dir ganz leise, du hast doch keine Ahnung von dem, was du da tust. Du bist einfach viel zu blöd, wenn ich dich sehe, schieb ich Fuß. Lalala. Ich hoffe, das reicht. Ich denke, das reicht. Upsa! Ins Bett geglitscht. Und wieder rausgeglitscht. Und die Schere genommen. Wir rennen wieder zurück. Und dann könnte ich bei dieser Gelegenheit auch gerade... Ich renne nicht nur zurück. Ich sorg auch für Kuhglück. Ja, das machen wir alles locken leicht nebenbei. Da sind wir. Da sind wir, Tierfreund. Da sind wir. Here I am. On the Jeep again. Ja, ich gehe erstmal runter. Die Musik sagt mir, ich soll erstmal runtergehen. Oh, ist keine gute Idee, jetzt schon das Korn in der Hand zu halten. Ich verstecke mich ganz hier hinten und mach ganz einmal zack, zack. Ganz heimlich. Hat keiner gesehen. Hat niemand mitgekriegt. Zack, zack. War was? Guck
große Kuhweide. Kuh mit Penis und Scheide. Ja. Sonst wird es auch nicht funktionieren, Freunde. Da müssen wir jetzt einfach auch mal so ehrlich sein. Hat jetzt nichts mit Sexismus zu tun. Das ist einfach so, das klappt sonst nicht hier mit Mini-Kühe. Außer aus dem Genlabor vielleicht, aber die gucken dann aber so komisch. Du Liebesverweigerer! Stehst du auf freie Kuhliebe? Nein, ich glaube, du hattest schon. Ich glaube, die hatten alle schon. Gott, geh ich wieder. Habt euch weiter lieb. So mögen wir das. So, Hashtag Kuhliebe sind wir auch hier natürlich am Schlüssel. Wieder heimlich still und leise, du mit dir. Brauchst dich jetzt gar nicht so vordrängeln. Weißt du, wer drängelt, kommt erst gar nicht dran. Was macht ihr hier? Lustigen Dreier? Wer weint denn da so? So, und jetzt haben wir sie alle. Jetzt wird hier nochmal freie Liebe gegeben. Habt euch lieb, lasst mich in Ruhe. Ich gehe wieder Schafe kuscheln. Zack. Zack. Ja, Leute, was glaubt ihr denn, wie weit ich mit 25 Wolle komme hier? Flitzpiepen, ne? Immer noch ein bisschen blaue wieder mit. Guck mal, kurz vom Fressen erwischt. Gibt's gerade neue. Wunderbar. Welle! Musakala, meine Schumalagala. Lele! Mama Schaf! Und immer wieder graue Wolle für Bilder. Und blaue Wolle für Ravenclaw. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, ich mag dich nicht. Verpisse dich, so. Grün ist immer. Super, gib mir das her jetzt. Mann, hellgraues Schaf, sei schön brav, gib mir deine Wolle. Wolle wir nicht. Wolle wir auch nicht. Kehr in die Nase. Mille. Oh, Ravenclaw. Wolle, wie weit soll ich damit denn kommen? Ja gut, ich gehe und komme später nochmal wieder. Das hilft ja halt auch nichts. Meine Güte. Jelle! Hey. Hey. Da lacht er. Hey. Ich mag ja so afrikanische Gesänge eigentlich. Ich finde die irgendwie sehr faszinierend. Wenn das afrikanisch ist, aber es klingt ein bisschen so, ne? Vielleicht gibt es ja auch andere Völker, die ähnlichen Gesang haben.
Swahili ist übrigens auch allgemein eine sehr faszinierende Sprache. Da haut er sich aufs Maul und backt bei der Gelegenheit gleich noch ein bisschen rum. Yippie-yay-yay. Yippie-yay-yay-yay. Ach, Hühnchen. Ah, oh, no inventory, please. No inventory, please. No good. Is no good. Is no good. Gib mit. Gib mich. Bam, bam, bam. There. Bam, bam, bam. There. Könnt stundenlang einfach nur zuhören. Oh, brauchst gar nichts sagen. Ich lass sie einfach singen. Die machen das schon gut. Jetzt hätten sie es gelernt. Bam, 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 where? Ist ja witzig. Ist ja witzig. Bam. Gane. So, das war das. Shadone hat gereicht, hat krass gereached, so. So, was halt nicht gereicht hat, ist die grüne Wolle, wie immer. Wir haben noch so einen Hauch von Green Teppich. Allele, 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 allele. Die Fräse. Da los. Ist doch ganz schön finster hier in dem Gang. So, die kriegen auch alle wieder so ein Regal. Die Räume haben die gleiche Größe, also brauchen wir Switz. 12 Treppen. Erstmal. Das geht ganz schön lang, das Musikstück. Meine Fresse, du. Das füllt ja hier die ganze Folge aus hier. Das ist Yandile. Ach, die singe von Yandile. Jetzt habe ich das verstanden. Das ist Fangesang. Yandile. Na ja, guck da. Yandile. Sag's nochmal. Na? Hallele. Yandile sollst du singen. Ja, das war jetzt ganz vorbei. Komm, mach's nochmal für mich, hä? Nein, nicht Halle Berry, Yandile hast du doch eben noch gesungen. Willst du jetzt nicht mehr, hä? Irgendwas mit The Lights On, okay. Auch schön. Tja. Ich glaube, es wird nichts mehr hier mit Yandile, hä?
Ne, der macht nur noch, hey, der macht jetzt, ja, komm, weißt du, ganz ehrlich, ganz im Ernst hier, mein Freund, dann kannst du es auch bleiben lassen, weißt du, wenn du jetzt, wenn du keinen Bock hast, dann geh nach Hause hier, dann leg mich doch. Ja, aus Prinzip setz dir nochmal ein Trophäe. Setz dir nochmal ein Trophäe, aus Prinzip. Ach, schön, Benny, ich müsste auch mal wieder. Habe ich, glaube ich, auch irgendwie schon tausendmal gesagt. Ja, ich habe einen solchen Freitags-Special-Vorrat gerade mal wieder, dass ich im Moment einfach kein Bandicht aufnehmen möchte, weil also nimmst du kein Bandicht auf, nimmst du kein Bandicht auf und das ist halt einfach schon irgendwo elementär. Dendele. So, ich mache mal zwei Bilder. Ich weiß zwar nicht, wohin damit. Wollen wir hier noch ein Bild aufhängen? Ein kleines vielleicht. Ein ganz kleines, unauffälliges. Was keiner sieht, wenn man dich genau hinguckt. Dankeschön. Nein, du gehörst zum Gryffindor. Nein, du gehörst immer noch zum. Nein, du. Jetzt sei. Ja, jetzt. Ah. Du hast prinzipiell auch durchaus die Möglichkeit, kleinere Bilder zu nehmen, du Kackspiel. Yandele. Ja, sehr gut. Was gibt's noch für Alternativen? Die gläserne Stadt von Loom. Eierköppe. Eierköppe. Lara. Da fand ich eigentlich die Burg wieder am schönsten irgendwie. Kindele. Jetzt gib mir halt die Bursche wieder. Nein, kein Upgates. Die machen doch eh nichts. Ach, lass doch die Leute von Upgates. Die tun doch nichts. So, du kriegst die Bursche. Hühnchen, du gehst jetzt hier einmal raus. Reicht jetzt. Du bist kein Slytherin. Ich hab den Hut extra nochmal gefragt vorhin. Und er hat auch gesagt: Nein, das Huhn, das ist kein Slytherin. Also gehst du jetzt hier mal. Hau ab! Raus hier! Wir wollen das spielen. Haben wir hier Platz für ein Bild? Dendele! Der will immer diese beiden. Der will sie einfach. Er will es wissen. Willi will's wissen. Das ist auch schön. Man könnte auch sagen, hier, guck mal, in seinem grünen Gewand, das war früher auch mal ein Slytherin gewesen. Das haut halt die ganze Geschichte von Siedler um, wenn man sagt, Dario sei ein Slytherin. Jetzt kommt er mit dem als. Hör auf jetzt! Dann kommen wieder nur die. Er ist aber halt auch nicht mittig, ne? Assassin's Creed, Indiana Jones. Minecraft-Kaninchen. Ja, sehr gut. Was auch immer. Ari war ein Slytherin. Damit haben wir es jetzt geklärt. Wir wussten es tief in unserem Inneren, haben wir es immer gewusst. Ari war ein Slytherin. So, warum rennt er jetzt schon wieder weg? Fragen sich die Leute. Ja, die Antwort ist ganz einfach. Er hat schon wieder keine Wolle mehr und kann schon wieder nicht weiterarbeiten. Und ich kriege jetzt gerade richtig derbst Hunger. Aber wenn meine Berechnungen stimmen, dann ist das, wenn sie jetzt mal wieder stimmen, nicht wie beim letzten Mal, wo ich mich irgendwie voll berechnet hatte. Dann wird es Donnerstag. Also eine Folge muss noch. Dann Samstag, Sonntag, ja, also einen machen wir noch. Einen machen wir noch, eine geht noch, aber dann können wir ja gerne aufhören, was essen, dann ist ja gut. Lieber Magen, ich wollte eigentlich vier Folgen aufnehmen, aber lieber Magen, wenn das für dich ein Kompromiss ist, dann mache ich nur noch eine und dann treffen wir uns da quasi in der Mitte, ne? Und dann ist es doch allen geholfen, oder? Ist doch allen geholfen, also,
Diese Musik ist aber witzig irgendwie. So, gute Nacht, bis nächste Folge.